Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ukrainische Kinder und Jugendliche leiden zurzeit massiv unter den schlimmen, oft traumatisierenden Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf ihr Heimatland. Häufig sind sie noch gar nicht in einem Alter, in dem sie die Brutalität ihrer Erlebnisse und Ängste überhaupt in adäquate Worte fassen können, wenn es die für solch eine Barbarei überhaupt gäbe. Unser Angebot an diese Kinder und Jugendlichen, unsere bildungspolitische Antwort darauf, muss deswegen durch Integration und Flexibilität geprägt sein, aber auf keinen Fall durch nationalistische Separation und Absonderung. Es geht jetzt darum, den geflüchteten Schülerinnen und Schülern einen geregelten Schulalltag, eine Normalität innerhalb ihres chaotisch gewordenen Lebens zu ermöglichen. Die Pläne des Bildungsministeriums versprechen dafür im Moment noch wenig Erfolg. Entgegen den pädagogischen Erkenntnissen der letzten Jahre war Ihr erster Reflex, Frau Ministerin, zentrale abgesonderte Ankunftsklassen einzurichten. Dass so etwas zu weniger und nicht zu mehr Integration führt, wurde uns doch erst kürzlich mit den Reaktionen auf den Vorfall in Burg in Erinnerung gerufen. Und es stellt uns vor allem in den ländlichen Kreisen auch vor erhebliche logistische Schwierigkeiten. Schon jetzt ist der Schülertransport in den Flächenkreisen eine große Herausforderung. Nun auch noch allmorgendlich die ukrainischen Kinder und Jugendlichen in zentrale Klassen zusammenbringen zu müssen, wird vielerorts einfach nicht funktionieren. Und soweit wir hören, sind diese Klassen größtenteils ja auch noch lange nicht gestartet. Das heißt, da, wo nicht ukrainischer Unterricht läuft oder Kinder dank privater Initiative schon in Regelklassen aufgenommen wurden, gibt es derzeit kein Schulangebot für ukrainische Geflüchtete. Dabei ist die Frage, die viele ukrainische Geflüchtete zuallererst und am allerhäufigsten stellen, wie und wo kann mein Kind zur Schule gehen? Und das deswegen, weil Schule eben auch Normalität im Alltag und nicht nur Pauken bedeutet. Der vorliegende Antrag der AfD gehört vor allem vor dem Hintergrund seiner perfiden und durchsichtigen Motive abgelehnt. In solch einer humanitären Notlage, Separation statt Integration zu fordern, ist zutiefst nationalistisch und widerwärtig. Im Angesicht der Katastrophe und der fast täglich berichteten Kriegsverbrechen sind Signale der Unterstützung, des Respekts und der Solidarität gefragt, und zwar solange sie eben notwendig sein werden. Wer wie Sie schon heute die Fahrkarte für die Rückkehr in ein vom russischen Angriff gebeuteltes und zerstörtes Land ausstellen will, verdient dafür vor allem Verachtung. Schämen Sie sich. Schämen Sie sich. Was es jetzt in dieser volatilen Situation stattdessen für ukrainische Schülerinnen und Schüler braucht, sind flexible und dezentrale Bildungsangebote. Einerseits muss ihnen die rechtssichere Möglichkeit gegeben werden, wenn sie es möchten und solange das Angebot aufrechterhalten bleiben kann, am digitalen Unterricht der ukrainischen Schulen teilzunehmen und dadurch auch die hiesige Schulpflicht zu erfüllen. Die letzten zwei Jahre in der Pandemie wären eine gute Gelegenheit gewesen, eine Grundlage zu einem rechtssicheren Rahmen für reine Online-Schulen zu schaffen. Das würde auch in der momentanen Lage einige andere Dinge sehr vereinfachen. Leider fehlte dafür der politische Wille und vielleicht sogar die Einsicht in dieses Gebot der Zeit. Ergänzend zum ukrainischen Unterricht müssten für die dort teilnehmenden Kinder und Jugendlichen Integrationsangebote geschaffen werden, wie zum Beispiel Deutschsprachkurse. Andererseits sollten die Schülerinnen und Schüler die Option der Teilnahme am deutschen Regelschulbetrieb erhalten, wenn sie dies wünschen. Denn so erlangen sie effektiver und schneller sprachliche Kompetenz. Es ist gut, dass das Bildungsministerium sich nun um die Unterstützung durch ukrainische Lehrerinnen und DATS-Lehrkräfte bemüht. Und die müssen dorthin, wo die ukrainischen Schüler dann eben sind. Das Kriegsgeschehen lässt zurzeit nicht erkennen, wann eine Rückkehr der Kriegsvertriebenen möglich sein wird. Ein Antrag wie der vorliegende der AfD ist deshalb unangebracht und zutiefst vermessen. Wir Grünen fordern stattdessen, dass flexible Bildungsangebote geschaffen werden, welche den Bedarfen und den Wünschen der ukrainischen Schülerinnen und nicht von Generalkonsulinnen und Schülern gerecht werden. Den Antrag lehnen wir natürlich ab. Vielen Dank. Danke.